So, heute zeige ich euch mal Spare Ribs in einer völlig anderen Art und Weise mit Limoncello. Dann sind die sehr süß, zitronig, frisch. Die habe ich erstmal bei 105 Grad habe ich die ohne Marinade erstmal auf dem Smoker gehabt für eine ganze Stunde. So, und alles, was ihr jetzt braucht, 4 Eiswürfel, die legt ihr hier drauf. Dann ein bisschen Pork Powder oder ein ähnliches Barbecue Rub für Pulled Pork, Olivenöl und Limoncello. Ihr macht erstmal den Limoncello schön drauf, wenn ihr Flüssigkeit habt. Dann ein bisschen Olivenöl, aber nur auf eines der beiden. Und dann könnt ihr das Pork Powder draufhauen. Braucht das gar nicht andrücken. Muss auch nicht so wahnsinnig viel sein. Dann legt ihr den einen auf den anderen drauf. Eiswürfel so. So, einwickeln, immer ganz dicht. Ich habe hier mehrere Lagen, mal 4 Lagen, damit es nicht durchschlägt. Und vor allen Dingen so in den Ecken müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass es euch nicht rausläuft. Dann kommt es auf den Smoker. In dem Fall bei 160 Grad für 1,5 Stunden. So, jetzt 1,5 Stunden. Muss ich das rausholen. Der Grillzange. So, sieht schon gut aus. Schön saftig noch. Und sehr zitronig und süß. Ein bisschen scharf, aber nur ein klein bisschen. Jetzt kommen die zurück auf den Grill bei 140 Grad für nochmal gut eine Stunde. So, wenn ihr das jetzt richtig cool machen wollt, dann nehmt ihr ein bisschen Aprikosen-Barbecue-Soße. Die gibt es hier von Träger und ein bisschen Korianderhonig oder irgendeinen anderen Honig. Ich nehme ein bisschen Koriander, weil der ist relativ süß. Wenn die jetzt ungefähr eine halbe Stunde drauf sind, dann kommt die Soße drauf. Ich werde gar nicht so viel drauf tun. Ein bisschen verstreichen. Und der Honig. So, 140 Grad hatten wir jetzt, fast eine Stunde. Gucken wir nach. Und wow. Am besten lasst ihr sie so leicht hängen, dann brechen sie nicht ab, wenn ihr sie runterholt. Here you go. Das war richtig, richtig geil. Ehrlich gesagt, ich mache jetzt seit 15 Jahren Spare Ribs. Aber das waren die besten, die ich je gemacht habe. Hammer.